Regensteinmühle im Fokus der Jugendlichen. Unweit der Burgruine Regenstein befinden sich Reste der im 12. Jahrhundert errichteten und bis ins 15. Jahrhundert funktionsfähigen Mahl- und Ölmühle. Von 1988 bis 1991 legte Lothar Tomaszewski dieses historische Bauwerk frei. Dazu zählt auch der 2 Kilometer lange Mühlengraben, der das Wasser von der Mönchenmühle bis zur Regensteinsmühle leitete und dann durch 2 in den Felsen gehauene Stollen das Wasser in freiem Fall auf die Räder stürzen ließ. Mithilfe vieler konnten hier große Mühlräder eingebaut werden, die das Ganze für den Betrachter anschaulich gestalten. Diese Holzbauteile sind aber nach etlichen Jahren verschlissen und müssen erneuert werden. Außerdem sind immer Erhaltungsmaßnahmen rund um die Mühle notwendig. Bei der Kommunalen Beschäftigungsagentur wurde die Idee entwickelt, die Arbeiten im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes zwischen deutschen und französischen Jugendlichen durchzuführen. Zwischen dem Altlandkreis Halberstadt und der Region Belfort bestehen seit Jahren Partnerschaftsbeziehungen. Wir sind also hier im Bereich der historischen Regensteinmühle von Blankenburg. Und es gibt seit mehreren Jahren Partnerschaftsbeziehungen mit der Region Belfort in Frankreich. Eine Organisation, die sich mit Jugendlichen beschäftigen, ähnlich wie das VHS-Bildungswerk. Jugendliche, die also in Ausbildung oder in Arbeit gebracht werden sollen oder darauf vorbereitet werden sollen. Und im letzten Jahr, im Juni, haben wir also ein gemeinsames Projekt, einwöchiges Projekt hier durchgeführt und haben also das wunderschöne Mühlrad hier wieder aufgebaut und die Einrichtungen, die man im Vordergrund hier dann noch sieht, die Hütten und die Wege und die Besucherleiteinrichtungen. Es waren also 12 Jugendliche aus dem Bereich der Kurva, die bei uns seit Monaten gearbeitet haben und 12 Jugendliche und 3 Betreuer aus Frankreich von der Organisation EPID. Zahlreiche Unterstützer des Projektes treffen sich an der Regensteinmühle, um über eine längerfristige Weiterführung des arbeitsmarktpolitischen Projektes zu informieren. Im Rahmen dieser Maßnahme sollen die Jugendlichen sich in den Werkstätten des VHS-Bildungswerkes ausprobieren, neue Tätigkeiten kennenlernen und einige von ihnen werden auch im Austausch nach Frankreich fahren. Bauen ist natürlich die eine Seite und die Erlebnisse, die in dieser Woche dann mit den deutschen und französischen Jugendlichen hier stattfinden. Die ganze Sache hat natürlich auch einen enormen arbeitsmarktpolitischen Hintergrund. Wie im letzten Jahr wollen wir also in diesem Jahr auch die Jugendlichen, die zum großen Teil im Moment noch keine abgeschlossene Ausbildung haben und vielleicht auch noch keinen festen Arbeitsplatz bekommen haben, sie in Ausbildung, in Arbeit oder vielleicht in weiterführende Beschäftigung bringen, damit sie also auch ihren Weg dann im Leben gehen können. Dazu haben wir uns vorgenommen, dass wir in den Werkstätten die beruflichen und die fachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die jeder Einzelne so mitbringt, nochmal stabilisieren, ausprägen und sie dann also auch ein bisschen lenken können, in welche berufliche Bereiche sie also dann auch eintreten können. Das erste Projekt dieser Art wurde im vergangenen Jahr abgeschlossen. Es endete mit dem Bau des großen unteren Mühlrades. Eine neue Gruppe von Jugendlichen ist jetzt mit dem Bau des zweiten beschäftigt. Auch den Wassergraben von lästigem Laub zu säubern, gehört zu ihren Aufgaben. Wir haben also im letzten Jahr die erste Etappe abgeschlossen mit dem unteren Mühlrad und wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, das obere Mühlrad neu zu bauen, das alte zu demontieren und die Mühle also in ihrer sozusagen alten Schönheit wiederherzustellen. Zusätzlich wollen wir das Wehr auf der Vorderseite des Zulaufgrabens, also oberhalb des Felsens, erneuern und wollen also vor allen Dingen mit Blick auf den Deutschen Wandertag im August diesen Jahres diesen ganzen Bereich so gestalten, dass wir also möglichst viele Touristen hier in diesen Bereich bekommen und das also auch wunderschön präsentieren können. Im Mai werden an der Regensteinmühle wieder französische Jugendliche erwartet, die mitarbeiten und so dem Projekt einen internationalen Charakter verleihen.